Hallo menschliche Wesen auf YouTube. Hallo. Was spielen wir? Minecraft. Was? Whatever. Dankeschön. Der Sound dürfte etwas zu laut sein. So. Hi erstmal. Hi. Kiram ist heute nicht da. Also noch nicht. Keine Ahnung, wann der kommt, ich weiß nicht. Und der liebe David gesagt hat, dass man nicht aufnehmen sollte, wenn man nicht, wenn man spielt, dass man das aufnehmen sollte in einem Projekt. Deswegen hi. 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 Und was machst du so? Ich war gerade in eine kleine Mine Ich und habe du dich. so? Wer hat dich nach deiner Meinung gefragt? Wer hat dich jetzt gefragt, Mann? Ich habe mich gefragt. Falls das dem lieben Herrn gerecht ist. Ja gut, okay. Finde ich gut. Ach man, wieso baue ich überhaupt rote Beete an? Erklärung bitte. Weil du was ihm bist. Rote Beete bringt halt bisher noch gar nichts im Spiel, richtig? Außer halt rote Farbe. Aber das Ich bringt halt glaube, nun. die Zuschauer, die dir zuschauen, wissen das schon längst. Sicher. Ja. Schreibt doch So. jetzt mal in die Kommentare, ob ihr es wisst. Wenn du der Einzige bist, der das reinschreibt, ist das traurig. So, also als einziges ist das wirklich nur so zwei Aufrufe. Der erste bist du, ob die Aufnahme scheiße geworden ist. Ob Was? alles gut auf YouTube funktioniert. Und der zweite bin ich denn. Aber nur um das darunter zu Wäre schreiben. halt wirklich recht wahrscheinlich. brauchst du irgendwas? Brauchst du Kohle oder so? Oder ein bisschen Eisen? Wo bist du Ehrlich jetzt überhaupt? gesagt, habe ich sogar alles. Du Ich bist habe jetzt. ein super Leben. Ich baue ja Grotten nur mit meinen eigenen Händen in Wo Mine. bist du überhaupt? Weiter weggegangen. Okay. So, hier ist ein Ich meine, ich lichter mache nicht den Eingang. Kerem. Ist mir klar. So, auf. Ach Mann, der hat auch friedlich gestellt. Ich verstehe halt. Er regt sich wegen den ganzen Gegnern auf. Ich verstehe das nicht. Weil er scheiße am Kämpfen ist. Ich sag ja nur bei euch, sag ja nur Skelett, Headshot und so. Ey, ich komme immer gut mit den Skeletten klar. Die werden so gesehen meine Ich. Brüder schon fast. Ja, das ist. Ihr seht sogar gleich aus. Noch Schnauze. Knochen vorhanden. Das Ist aber so. Traurige ist aber wirklich, was ihm. Ja. Wer schaut dir denn noch zu von deinen 34 Abonnenten? Der Großteil bin Ich ich, also pff. glaube, von so einem Mitleidsabonnent, die einfach gesagt haben: Komm, weißt du was, gönnst du denen auch mal ein bisschen was? Das ist stimmt halt noch nicht mal. Und vielleicht nur ein paar Schulfreunde, denen du das damals erzählt hast. Nicht so wie. Atam. Was? 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 Über was reden Sie hier? Ich habe Was keine jetzt? Krankheit erwähnt. So, hier ist ein bisschen Gravel. Und ich glaube, du solltest mal wirklich bis ein paar Mods hier ins Let's Play mit reinbringen. Sicher. Wenn Gronkh schon damals getan hat, ist das eine gute Idee. Ich hab nie gesagt, dass ich Gronkh nachmache. Das hatte ich auch noch nie vor. Das Lustige daran. Ja, vielleicht in der Aufnahme, hinter der Aufnahme, sagt er immer so: Ja, komm, lass mal Gronkh nachmachen, er hat voll die guten Ideen immer so. Was? Ja. Das stimmt. Glaub dem nichts. Da Er habe ich weiß dich wohl nicht, mal was er wieder sagt. ertappt. Er weiß nicht, was er sagt. Nein, ich habe dich ertappt, Wasim. Er tippt die toppt. Da. Möchten wir mal schlafen? Ich bin in der Höhle drin, ist schon zu spät. Okay, dann schlafe ich halt nicht. Ja, Noctis bricht an. Schade, dass die zwei Zuschauer nicht sehen. Mal, also halt das mal aus meiner Sicht sehen, wie ich hier gerade Also, du baue. könntest auch aufnehmen und ich könnte die Sachen zusammenschneiden zwischendurch. Ich meine ja nur. Hallo, ich will doch keine extra Qualität zugeben. Was? Was? Inwiefern bist du Qualität? Wo ich Hast du mal Qualität Videos bin? gesehen, wo Kerem die Kerem von wo Kerem alleine aufgenommen hat? Das war Mann. jetzt halt total schrecklich. Ich kann dir gerne mal eins schicken. Sag mal einfach seinen YouTube-Account. Nein, auf meinem Account. Oh Gott. Ja. Okay, also, Falls du Kohle brauchst, ich habe ein paar Stacks Kohle. ach, keine Sorge. Weil ich so motiviert bin, Yes, Miss? generell irgendwas zu machen, Yes, Miss?
Ja. Was denn? Du hast angefangen und hörst nicht auf. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Denn deine zwei Zuschauer haben mir die Stimme, mir die Sprache verschlagen. Ja, also so eine große Zuschauerzahl hattest du nie, oder? Ja, aber. Also so eine große Community. Sowas kann ich nie bekommen. Und das Lustige ist, ich will halt nicht probieren, irgendwo anders einfach Werbung für meinen Kanal zu machen. Ich will es nicht probieren, weil das ist einfach so traurig. Mhm. Wenn man dann unter irgendwelchen Leuten sieht, ja, abonniert mich, ich habe gerade irgendwie großes Giveaway und ihr bekommt alles, was es auf dieser Erde gibt. Boah, Leute, wenn ihr mich jetzt abonniert und einen Kommentar darunter schreibt und dieses Video liked, habt ihr die Chance, daran teilzunehmen, eine Amazon 25 Gutschein-Card zu bekommen, die man eigentlich unter 18 nicht benutzen darf, man sich damit jeden Shit kaufen könnte. Das Lustige ist, wenn man dann auf solche Kanäle drauf geht, dann haben die ja noch nicht mal ein Gewinnspiel am Laufen. Das ist geil daran. Das Lustige, ich habe mal wirklich bei eins ausnahmsweise mal mitgemacht, um zu testen, Und? Bekommt man sowas? Und nein. Ich wurde, das Lustige ist sogar, ein anderer, also ich sag mal, ein YouTuber wurde einmal erwähnt, aber der hat nichts bekommen. Es war zwar ein unbekannter YouTuber, trotzdem hat er mal ein paar Tage später darüber ein Video gemacht und hat sogar gesagt, ja, hier, ich wurde erwähnt, aber hab nichts bekommen. Und das schon eine komplette Woche her, hat das Video einfach offline genommen. Und ist ich möchte geil. Jetzt nicht sagen, von wem es sich handelt. Tommy TV! Tommy TV! Kenn ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aha. Ich wollte jetzt niemanden runter. Ich möchte jetzt keinen YouTube-Beef anfangen, auch wenn das Klicks bringt. Aber. Weißt du was? Ich nenne das Video jetzt Beef mit David. Nein, Beef mit, Beef gegen ApoRed. Das heißt, das Geile ist, er hat einfach ein Video in den Trends. Er hat es genannt, ApoRed verschenkt 100 Paar Schuhe. Und das Geile ist einfach nicht, dass er schreibt, ich verschenke, sondern ApoRed, damit, ApoRed, ich, wieso sage ich das genauso wie in Newstime jetzt? Ich hasse das, wenn er das sagt. Also ApoRed sagt ja, er sagt einfach... Beef gegen Herr Newstime. Ich hasse den Kerl langsam mal. Der nervt halt wirklich nur noch, wie er die ganzen Sachen ausspricht und solche Sachen. Auch wenn er, auch wenn er irgendwie irgendwo anders herkommt. Trotzdem. Also, lass ihn doch. Der Herr nervt. Du bist auch nicht hier so der Deutscheste. Doch. Gleich sitzt du hinten im Bus. Was? Wir haben noch nicht mal einen Bus. Doch, der Gangsterbus. Der Gangsterbus wurde mit A geschrieben. Gangsterbus? Ja, der Gangsterbus. Sehr interessant. Ja, danke. Den Namen habe ich mir selber einfallen lassen. Ich baue gerade ein Loch wieder zusammen, was ich aus Versehen gemacht habe. Weil mir nichts Besseres einfällt, was ich zu tun habe. Ich hätte wirklich nicht, was ich machen möchte. Das ist aber auch schon am Benden. Nee. Das Geld kommt schon von allein. Dieses Geld? Ich hab noch kein Mal Videos monetarisiert. Könnte ich auch nicht, aber trotzdem. Ich habe noch keine 10.000 Aufrufe. Ja, das finde ich dann nicht total kacke, wa? Ich muss mehr Top 5 Pokémon-Videos machen. Die haben über 500 Aufrufe und sowas. Aber da musst du dir bessere Fotos rauspicken. Nicht die aus der Google-Bildersuche, Entschuldigung. Nein, du benutzt ja genau die aus der Bilder Google. Hä, Tumblr? Keine Ahnung. Ich hab die aus Google-Bildersuche genommen. Oh mein Gott. Hab die einfach auf meinem alten PC mit Windows XP gesucht. Oh Gott, was ihm? Das war noch High-Quality-Shit. Ja. Leute, ich verstehe diesen Typen nicht. Hör auf Leute zu sagen, es gibt eine Person, die da zuschaut und die bist du. Ja, und das heißt, ich benenne mich jedes Mal anders und schreibe denen immer einen Kommentar unter deinem Video und beleidige dich damit. Wieso? Beef? Für Klicks? Was hab ich dir jetzt getan? Dann sag ich einfach mal, Herr Newstime. Immer wieder derselbe YouTuber beleidigt immer wieder den lieben armen Mattest. Was? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich glaube, wir sollten mal temperamentvollere Spiele spielen. Total War Warhammer? Ja, weil ich auch total Lust habe, es 5 Stunden lang zu installieren und zum Schluss geht es nicht. Nicht wahr, was? Es hat funktioniert, nur macht's keinen Spaß, also nur macht's mir keinen Spaß.
Habt ihr gehört, Leute? Jeder, der Total Warhammer-Fan ist, jetzt bitte haten. Total Warhammer-Fan, was? Total War und Warhammer sind verschieden, sind zwei verschiedene. Ich weiß. Ich werde nie wieder rausfinden. Du nimmst immer so 20 Minuten auf, richtig? Ja, schon. Bisher sind es 10. Also noch 10 weitere Minuten mit was ihm aushalten, David, und dann bekommst du deine Millionen Euro. David, das ist auch das größte Problem. Wenn man keine Gesprächsthemen hat, dann dauern die solche Minecraft-Aufnahmen 5 Stunden gefühlt. Ja. Und dann hofft man, dass die Aufnahme vorbei ist. Schaut nach gefühlt ein paar Stunden mal auf die, wie lange das Video schon läuft, und dann ist es gerade nur 5 Minuten. Hatte ich alles schon mal. Aha. Man braucht Gesprächsthemen. Deswegen stelle ich mir mal einen leisen Wecker. Wieso? Was bringt es dir, einen leisen Wecker zu stellen? Hä? Ich weiß doch, wie lange die Aufnahme geht. Ich weiß doch, wie lange die Aufnahme geht. Ich hab ja ein Zweitbildschirm und kann da drauf schauen. Ah, ja, stimmt. Du bist ja so reich. Ich könnte höchstens mein Laptop dafür verwenden, die einfach mit HDMI an meinem PC anschließen und fertig wär's. Mhm. Edit Wasim auf Steam! Mathis heißt er da! Was hast du das jetzt? Dann hast du später eine große Fangemeinde von zwei weiteren Personen. Auf Steam. Ja. Kannst du ja eine Gruppe erstellen. Auf Steam. Die Wasimos. Ich bin anstrengend. Aber das ist mir. Oh, Diamanten, hi Diamanten. Habe ich eine Effizienzspitzhacke? Effizienzbehut. Ich habe aber eine. Effizienz. Oh, halt, das wird geil. Oh ja, das wird geil. Ein Diamant. Zwei Diamanten. Ein Diamant, zwei Diamant, drei Diamant, vier Diamant. Ich habe Glück 2 drauf, Haltbarkeit 3 und Effizienz 3. Und aus den Diamanten. Wow. 6 Diamanten. Ich habe gerade 3 Diamanten aus einem einzigen Block bekommen. Finde ich lustig. So, dann wollen wir mal schauen. Ist hier in der Nähe noch ein Diamant? Und was ist so dein Lieblingsspiel? Fragst du das mal endlich mich? Ja. Tatsächlich war Minecraft damals mein allererstes Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das tut mir leid. Und danach bin ich immer mehr Richtung Bethesda abgedriftet. So mit Fallout, mit Skyrim. Mit Fallout. Also Elder Scrolls 5, ja. Dann allerdings habe ich dann irgendwann die komplette Batman-Trilogie mal. Triolie? Triologie. Dankeschön. Mal angezogen. Oh, du warst die ganze Zeit nackt. Was? Wenn sie dich angezogen hat, du warst die ganze Zeit nackt. Auf jeden Fall. Halt, ist momentan eigentlich mein Lieblingsspiel. Muss ich eigentlich nachschauen? Wow. Nein, weil ich habe. Nachschauen. Ich habe 101 fucking Spiele. Und? Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich drauf kommen wollte, ist, dass ich insgesamt so viele Spiele habe und so viel Gamer-Erfahrung habe, dass ich eigentlich kaum weiß. Weil momentan spiele ich halt immer so Spiele aus Langeweile und nicht aus Motivation, damit ich sie durchspielen muss. Ah, es geht mir genauso. Ich hatte Tomb Raider, hatte ich, dass ich das durchspielen wollte. Ich wollte das Ende sehen, ich wollte sehen, wie es weitergeht. Und ich nicht. Dankeschön. Und die Spiele sind halt wirklich sehr gut. Da muss ich dir wiederum recht geben, aber ich meine, die Inszenierung, jetzt mal ganz ehrlich. Rise of the Tomb Raider, du kannst einfach einen Pfeil durch richtig starken Wind schießen, der nicht mal mehr, keine Ahnung, irgendwie wegfliegt oder daneben geht. Lara Croft schießt einfach perfekt gerade. Ernsthaft, du meckerst über sowas? Ja, weißt du, andere Videospielentwickler denken richtig daran, was würde jetzt passieren, wenn man das macht, was würde passieren, wenn man das jetzt macht, was passiert zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, Son Gohan mit Naruto kombiniert. Was auch immer das jetzt damit zu tun hat. Du machst mir zwischendurch ganz schön Sorgen. Ja, du mir auch. Danke. Hä, aber du regst dich über sowas auf, wobei es in anderen Spielen einfach viel größere Probleme gibt. Ja, hä?
Sind wir ganz ehrlich, scheiß drauf, dass manche GTA 5 Server einfach nicht mehr funktionieren. Scheiß drauf, dass der Großteil an, keine Ahnung, Counter-Strike-Spieler kleine Kiddies sind. Und scheiß drauf, dass ein DBD zu viel gehackt wird. Ja. Ah, stimmt, übrigens, da muss ich dann einen Zuschauer mal eine kleine Geschichte erzählen. Oh, nee. Du bist ja eine Zuschauer, du weißt die Geschichte schon. Deswegen ja. Gestern haben wir so DBD gespielt. Und ihr müsst wissen, ich reg mich sehr stark auf, wenn ich irgendjemanden sehe, der unfaire Vorteile hat. Stimmt doch gar nicht. Ja, und ich meine, gut, okay, vielleicht bin ich nicht gerade so der älteste junge Boy. Natürlich. Aber ja. Es gibt viel kleinere Kiddies, die sich denken, oh, jetzt mal hacken, das wäre mega lustig und unfaire Vorteile und so. Und das regt mich bis zum letzten Punkt auf, wo ich denn gefühlt die fünfte Stufe des, keine Ahnung, was bekomme und dann gefühlt ausrasten könnte. Mhm. Okay, nicht nur gefühlt, sagen wir es mal so. Wirklich nicht nur gefühlt, er rastet einfach total aus. Hallo, für weitere Sachen hast du keine Indizien. Was? Ja? Wir reden immer miteinander, wenn er ausrastet. Nein, du hast es noch nie aufgenommen. Du bist jetzt bei Garry's Mod ausgerastet. Ja, weil ich darauf gefokust wurde und jeder gerandom killt hat. Natürlich. Red's dir nur weiterhin ein. Red dir nur ein, dass du jedes Mobbing-Opfer bist. Ja? Bin ich auch. Natürlich. Also, du bist mir auch voll leid. Ach stimmt, übrigens auch in dieser Folge grüßen wir natürlich mal wieder weitere Leute. Zum Beispiel wie Atam. Kannst du bitte aufhören, ich meine, Ernst, lass es. Wir erwähnen keine Krankheit. Philipp. Dave, ich meine jetzt ernsthaft, bitte hör auf. Bevor dann irgendwer das halt wirklich sieht. Diese Folge wirst du eh nie hochladen. Doch, ist halt wirklich das. Hä? Ich nehme halt wirklich gerade auf. Und ich hab. Okay. Dann schnippelt er ein bisschen herum und dann sag einfach, dass. Keine Ahnung. Bestimmte Sachen ausgefallen sind. Was? Wenn man jetzt hier einfach rumreitet, wird eh niemand sehen, aber trotzdem. Wieso reite ich auf dir herum, Wassim? Ich wäre dir sehr dankbar, würdest du aufhören, Namen zu nennen, die nicht befugt sind, genannt zu werden dürfen. Hast du eigentlich schon Zuckerrohr? Ja, ganz viel. Okay. Ein paar Stecks. Ein paar Stecks? Mhm. Ja, steck mir ein paar zu, wa? Was? Steck mir mal so ein paar zu. So lange siehst du rühren? Was denn, wir reden jetzt nicht von deinem langen, süßen Rohr. Was? Darüber haben wir wirklich nicht geredet. Nein, das ist eine Lüge. Was? Also, ihr dürft, also er ist halt wirklich zwischendurch ganz schön verwirrt. Also da muss man wirklich aufpassen. Wassim? Nein. Bahasim? Nein. Bahasimo? Von Cafissimo? Please be silent. Vielleicht fange ich hier ein YouTube-Beef an, obwohl ich einen Account habe, der noch nicht mehr, keine Ahnung, freigeschaltet ist. Dann würden wir Klicks bekommen. Los? Ja. Ey, ja, los! Arschloch. Gib mir Klicks! Der arme Wassi muss auch mal seinen kleinen Gaming-Stuhl finanzieren. Ich mag meinen Stuhl, auch wenn er nicht so super gemütlich ist. So wie meiner. Was? Ich hab einen Gaming-Stuhl. Ich weiß, ich habe eine Fledermaus umgebracht. Ich weiß, und ich habe gerade eine Fledermaus umgebracht. Die Peter wäre nicht so fröhlich darüber. Deine Mutter ist die Peter. Nein, Peter ist Peter. Falls Peter fragt, dieser Pilz ist nicht echt. Okay, 20 Minuten sind um, wir können aufhören aufzunehmen. 19 Minuten, wenn ich bitten darf. Weißt du was, dann... Ich zeig mich jetzt in einem deiner Videos. Was? Ich zeig mich jetzt offiziell. Du blendest jetzt ein Bild von mir ein. Genau ab dieser Stelle. So, soll ich dein Duschenbild aufnehmen? Ist ja nicht mehr da. Nee, ich blende jetzt ein. Ich hack mich in deinen Account und blende jetzt ein Bild von dir ein. Aha. Mit meinem wunderschönen Stuhl im Hintergrund. Der schönste aller Stühle.
Dieser Stuhl ist das One Piece. Und er liegt irgendwo in Wassims Zimmer. Damit brach das große Piratenzeitalter an. Haha. Oh, jetzt natürlich. Da schon bist du da, bist du in diesem Ball. Nein! Warte. Okay. Ja, ja. Wo bist du? Deutschland? In der Höhe. Nein! Ich wollte mich doch noch deinen Zuschauern zeigen. Komm wieder nach oben. Das ist jetzt. Ich muss erstmal nach oben finden. Die Folge geht jetzt 21 Minuten. Ich sehe dich! Ich komme. Wirklich? Ja, ich sehe deinen Schriftzug. Weiß nicht, wie ich da nach unten komme. Dann bin ich ja gar nicht. Oh, ich gleich bin schon da, wo ich sein möchte. Oh ja, da hinten komme ich hoch, oder? Komme ich hier hoch? Bist du denn jetzt? Deutschland? Ja, und Scheiße, wo bist du? Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part von. Nein, warte! Warte, was im. Warte da, wo du bist, ich greife mich zu dir durch. Oh, hi, David. Warte doch! Ich wusste nicht, dass du so nah an mir dran bist. Da, das bin ich. So, Wasim, du kannst dich jetzt umdrehen und jetzt verabschieden bei uns. Schaut es nicht an! Nein! Warte, hör auf! Schaut es nicht an! Sein Blick dann versteinert! Dann würde ich jetzt mal sagen. Bis zur nächsten Folge von Minecraft Whatever! Oh geil, Gold! Nimmt es weg! Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part. Ciao! Ciao!